Schon heute leisten die Stadtwerke einen enormen Beitrag zum nachhaltigen Leben in München. Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit sind seit 2008 ein zentrales Element unserer Unternehmensstrategie. Hinter der App mLife steht die Vision, durch Reduzierung der CO2-Emissionen des einzelnen Bürgers München langfristig als lebenswerte Stadt zu erhalten. Ich habe das Projekt mLife von Seiten der Stadtwerke München als Product Owner mitbegleitet. Wir haben hier mit 4 Studenten von der LMU zusammengearbeitet, die einen Prototyp der App entwickelt haben. Hi there, welcome to mLife. What does mLife do? mLife educates the citizens of Munich how to act more sustainable. We use the gamified approach in order to teach the citizens of Munich as well as incentivize the sustainable behavior. Zum Beispiel wird man dafür belohnt, wenn man anstelle des Autos öffentliche Verkehrsmittel nimmt, um ans Ziel zu gelangen. Dazu startet man einfach an einer Startstation die Funktion per Knopfdruck und muss sie auch wieder beenden, wenn man am Ziel angekommen ist. Die Distanz zwischen diesen beiden Stationen wird dann automatisch erkannt und wird dann in Punkte umgewandelt, die man gut geschrieben kriegt. Zudem schalten Sie mit jedem Level neue Belohnungen frei. Diese können einen persönlichen Aspekt haben, wie Freifahrten für die öffentlichen Verkehrsmittel oder soziale Aspekte, sodass die Stadtwerke München im eigenen Namen einen echten Baum pflanzen. Eine Funktionalität der App sind die Tipps und Tricks. Pro Kategorie gibt es immer mehrere Tipps. Der User kann sich einen Text dazu durchlesen und es werden auch Informationen darüber bereitgestellt, wie viel Geld und CO2 im Jahr eingespart werden könnte, wenn der User diesen Tipp umsetzt oder wie viel die Umsetzung dieses Tipps an Geld kostet. Wir wollen unsere Kunden beim nachhaltigen Handeln unterstützen, auch wenn dies für uns kurzfristig sogar eine Umsatzreduktion bedeuten mag, aber ein Gewinn an Glaubwürdigkeit und Lebensqualität für alle Menschen in München realisiert. Was ich bei mLife besonders spannend finde, ist, dass wir hier mit digitalen Möglichkeiten Menschen unterstützen, sich umweltfreundlicher zu verhalten. Das heißt, hier kommen Digitalisierung und Umweltschutz zusammen.